Biomassepotenziale. Was ist das eigentlich und worum geht es in dem dazugehörigen OpenGeoEDU-Fallbeispiel? Biomasse kennen wir alle aus unserem alltäglichen Leben. Dazu gehören Holz, Anbaubiomassen wie Mais und Getreide und auch die dazugehörigen Reststoffe wie Waldrestholz, Biogut aus der braunen Tonne und auch Stroh. In diesem Fallbeispiel wird der Fokus später auf den Reststoffen liegen. Und was passiert dann mit dieser Biomasse? Auf unterschiedlichen Konversionspfaden werden daraus Strom, Wärme und auch Kraftstoffe hergestellt. Aber um das überhaupt tun zu können, müssen wir drei wichtige Schlüsselfragen beantworten. Und diese Schlüsselfragen sind, welche Mengen können wir überhaupt nachhaltig nutzen? Wo befinden sich diese Ressourcen? Und welchen Beitrag kann Bioenergie oder Biomasse zur Energiewende beitragen? Im Fallbeispiel Biomassepotenziale lernen Sie, diese drei Fragen zu beantworten. Und zwar anhand von Geodaten in Kombination mit Fachdaten und Statistiken lernen Sie, aussagekräftige Karten zu erstellen. Und das Beste ist, diese Übungen sind auf unterschiedlichen Niveaus abgebildet. Einerseits haben wir unterschiedliche geografische Auflösungen, einerseits international, aber auch Deutschland oder national und regionale Betrachtungen. Und es ist für jeden Anwender was dabei. Die Fallbeispiele oder die Übungen zu dem Fallbeispiel unterscheiden sich nach den Vorkenntnissen der Nutzer. Es gibt Klick-für-Klick-Anleitungen für Teilnehmer mit Grundkenntnissen. Es gibt aber auch Basic- und Advanced-Übungen für Nutzer mit bereits bestehenden Grundkenntnissen. Ich hoffe, ich habe Sie neugierig gemacht. Hier finden Sie den Link zu unserer Webseite, wo Sie weitere Videos und mehr Informationen finden.